Mikrofon Manni Goldmann und Frank Buschmann. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Und alle gucken sie heute auf Werder Bremen. Sie sind eindeutig eine Mannschaft, die sicherlich nicht genug Anerkennung für die Leistung, die sie hier abliefert, bekommt. Sie spielen einfach, aber ungemein effektiv und immer Vollgas, immer kämpfen, immer volle Bulle. Und das Ganze einfach, um in der Tabellenmitte zu enden. Lütke Falk wird die Partie heute pfeifen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das ist ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Macchia der Ball. Elia. Da musste er aber auch den Ball ins Ausspiel. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und jetzt haben sie die Chance. Oh, da hat nicht viel gefehlt, aber er war noch dran. Ja, das jeder kann ihn haben. Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Und das ist jetzt die Lewandowski. Unglaubliches Tor. Das ist jetzt höhere Mathematik. Null Chancen, ein Tor. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Nee, für mich völlig überraschend. Habe ich im Leben nicht mitgerechnet, dass sie sich überhaupt noch eine Chance spielen. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. War das der Versuch mit dem Außenriss? Der Kaiser kann das in Perfektion. Hier haben wir gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Also, keine Frage, da muss er natürlich mehr draus machen. Aber wir reden über Druck und der ist da. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Jetzt zieht er ab. Und Tor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch aufzuholen. Hand. Schlusspfiff, das Endresultat 2:2.